heißen Sie unsere Schüler und Schülerinnen mit einem Riesenapplaus. Herzlich willkommen! Dankeschön auch an den Tourismusverband Dachstein Salzkammer. Gut, das sind hier die Hauptsponsoren. Ohne Beliebtgesellschaft und das in den Schnee. Das sieht klasse aus und ist, glaube ich, einen Riesenapplaus wert. Ah, wie Austria! Einmal auf den Bauch und rundherum geht's. Maikäfer ist leider am Rücken liegen geblieben. Das sieht klasse aus, würde ich einmal meinen großen Applaus für unsere Damen. Das ist gar nicht so leicht, den Hang hier runterzukommen. Und das sieht doch klasse aus. Skifahren wie früher. Heißen Sie die Nostalgie-Gruppe ebenso mit einem Riesenapplaus. Herzlich willkommen! Und Sie fahren das perfekt. Mit der Telemark schieren wird jetzt wieder immer moderner, sieht man heutzutage immer mehr. Unser Telemark-Fahrt. Riesenapplaus! Schneide ich herunter. Perfekt gefahren, nochmal Riesenapplaus. Skischule Rusbach. Jawohl, so wollen wir das sehen. Riesenapplaus und geht gleich weiter. Wie gesagt, brutal schwer mit den alten Holzlasten, teilweise ohne Kanten diese harte, vereiste Piste hinunterzukommen. Natürlich viel Kruste drauf, früher gab es das alles nicht, da waren die Pisten nicht so planiert wie heute. Also da gehört schon viel Mut dazu, mit diesen Skiern hier runterzufahren. Großen Applaus für die Nostalgie-Gruppe Ebensee! Sie ist Perfektion. Schöner kann man es nicht machen. Herrlich. Und die riskieren hier richtig runter. Das eine oder andere Vertrauen in den Vordermann. Das sieht. Brennen. Jawohl, schwer kann man gerne
selber mal ausprobieren. Eine Ski ausziehen und hinunterwedeln bei dieser Steilheit. Unglaublich schwierig. Erfordert natürlich viel Körpergewicht. Und viel Körperbeherrschung und Gleichgewicht. Aber das meiste sind Bravo. Meine Damen und Herren, feuert sie noch einmal kräftig an. Sie haben ihre Arbeit heute schon erledigt. Riesenapplaus für die Skischule. Fabelhaft aus. Nochmal großer Applaus für die Schattenschlange und den Applaus wert. Begleiten Sie unsere Lydia Akmil lautstark herunter.